Ein 11-minütiges Videokunstwerk vom Thriller-Regisseur John Landis läutete die Dangerous-Phase ein. Stars wie Macaulay Culkin und George Wendt, die kurze Gastauftritte hatten, sorgten ebenfalls dafür, dass sich die TV-Stationen weltweit auf das Video stürzten und hieften somit Dangerous samt dazugehörigen Singles in die obersten Etagen der Charts. Am 3. Februar 1992 kündigt Michael Jackson bei einer Pressekonferenz seine Dangerous Tour an. Journalisten aus aller Welt warten gespannt auf einen der seltenen Momente, in denen Michael Jackson die Medien an sich heranlässt. Was wird anders als bei der vergangenen Bad Tour? Welche Gastmusiker kommen? Wo beginnt die Tour, wo wird sie enden? Auf welch astronomische Kosten wird sich das Unternehmen Dangerous Tour belaufen? Welche Sponsoren unterstützen den musikalischen Werbefeldzug, der ohne Drittfirmen nicht mehr zu finanzieren wäre? Wie sieht Michael Jackson aus? Fragen, die zuvor nie von Michael Jackson beantwortet wurden und Fragen, auf die er sich auch diesmal die Antwort sparte. Der King of Pop redete über Heal the World, seine persönliche Hilfsorganisation für Kinder. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. It's my very distinct honor to turn the microphone over to Michael Jackson. Our children are the most beautiful, most sweet, most treasured of our creations. And yet every minute, at least 28 children die. Today our children are at risk of being killed by diseases and by the violence of war, guns, abuse, and neglect. Children have few rights and no one to speak for them. They have no voice in our world. God and nature have blessed me with a voice. Now I want to use it to help children speak for themselves. I have founded the Heal the World Foundation to be the voice of the voiceless, the children. Please join with me and the children to help heal the world together. Parents, communities, governments, all people of the world, we must put our children first. Finally, and most importantly, I want to tell the children of the world, you are all our children. Each one of you is my child, and I love you all. Thank you very much. Thank you, Michael. Now, we don't want to hold you up any longer from your mission. Goodbye. And good luck for the tour and heal the world. Sprach's, verabschiedete sich und zog standesgemäß zum Privatjet, um der Wohltätigkeit Millionen und Abermillionen an US-Dollar zukommen zu lassen.